Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Gesunder Next Level. Stell dir vor, du gehst mit deinem Kind zum Spielplatz. Das Kind soll sich mal wieder so richtig austoben. Ihr seid beim Spielplatz angekommen und du siehst deine Freundin dort sitzen. Ihr begrüßt euch herzlich und fängt sofort an zu quatschen. Plötzlich ruft deine Freundin die Kinder zu sich und sagt, hier könnt ihr euch was Süßes zum Naschen rausnehmen. Du weißt, es liegt in deiner Hand. Das Kind hat Diabetes und darf eigentlich nichts Süßes. Du entscheidest, ob das Kind jetzt die Süßigkeiten bekommt und dadurch verstärkt Heißhunger oder sogar Bauchschmerzen bekommt. Genauso entscheidest du als Schwangere, ob dein Baby im Bauch später mal dick oder dünn wird. Denn es gibt eine Mehlsorte, die für das Kind im späteren Leben zu Übergewicht führen kann, und zwar Weißmehl. Besonders die hellen Mehlsorten haben sehr wenig Vitalstoffe. Was wird gemacht? Es wird einfach der Keim und die Randschichten des Getreidekorns entfernt. Aber gerade die Randschichten enthalten wichtige Mineralstoffe, Mikronährstoffe, Vitamine und Ballaststoffe, die für das Kind wichtig wären. Deshalb würde ich raten, in der Schwangerschaft keine Weißmehlprodukte zu essen, sondern auf die Ernährung zu achten. Denn je mehr Weißmehl in der Schwangerschaft, umso wahrscheinlicher Übergewicht beim Kind. Es wurde vor einem Jahr im Juni 2017, gar nicht so lange her, eine Studie durchgeführt. Man untersuchte die Daten von 918 Müttern und ihren Kindern. Diese hatten alle in einer bestimmten Studie teilgenommen, in denen mehr als 91.000 Schwangerschaften in Dänemark begleitet wurden. Die Mütter hatten alle an einem Schwangerschaftsdiabetes gelitten. Die Kinder, deren Mütter Weißmehlprodukte aßen, hatten im Alter von 7 Jahren doppelt so häufig Übergewicht als Kinder, deren Mütter wenig Weißmehlprodukte konsumiert hatten. Deshalb achte darauf, was du in der Schwangerschaft isst, denn man möchte doch nur das Beste für das Kind. Schreib mir mal unten in die Kommentare, was euer gesündestes in der Schwangerschaft war und wie ihr euch ernährt habt. Like das Video, teile es gerne mit anderen. Du hier unten kannst du abonnieren, falls du noch kein Abonnent bist. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Alles Gute, ciao.